Meine Damen und Herren. Klimbim ergreift mal wieder das Wort. Klimbim stellt sich mal wieder in den Dienst einer guten Sache. Kurzum, Klimbim klagt an. Jawohl, Klimbim stellt an den Pranger. Die Intoleranz. Die Intoleranz unserer Mitbürger. Natürlich meinen wir nicht Sie, liebe Mitbürger, die Sie heute Abend Klimbim eingeschaltet haben. Nein, wir meinen die Mitbürger, die Klimbim nicht eingeschaltet haben. Denn diese Mitbürger sind von vornherein intolerant, wie man sieht. Wir meinen aber nicht die Intoleranz Klimbim gegenüber. Oh nein, 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 denn wer auf Klimbim verzichtet, der ist nicht nur intolerant, der... Der ist ein Masochist, wie man südlich der Mainlinie sagt. So ist es. Nein, wir sprechen heute Abend von Rassismus. Von diesem skandalösen Fall in Schweden. Stellen Sie sich vor, das süße Schwedenmädel Biglund trifft den Mann ihrer Wahl. Die Liebe ihres Lebens. Beim Mitsommernachtsfest an der Küste Stockholms. Aber die intoleranten Eltern verbieten ihrer Tochter eine Eheschließung. Begründung: rassistische Vorurteile. Und das 1975, meine Damen und Herren, wo sich von Südafrika bis Texas Schwarze mit Weißen paaren, Asiaten mit evangelischen Katholiken. In einer Zeit also, wo Inder Schotten lieben und wo vor kurzer Zeit sogar ein Bayer eine Berlinerin geheiratet haben soll. Kurzum, die Welt ist mit sich in Frieden heute, Vorurteile gehören der Vergangenheit an. Und darum rollen wir heute den skandalösen Fall von reaktionärer Intoleranz auf, der sich gestern zugetragen haben soll. Sehen Sie jetzt im Klimbim-Magazin den Bericht von Hans-Peter Castrop-Rauxel. Wann er wohl kommt? Er wird gleich da sein. Er ist ja sonst auch immer pünktlich. Es ist schon nach 8:30. Vielleicht hat er sich noch bei Freunden die Tagesschau angesehen. Weil er sich keinen Fernseher leisten kann. Und sowas willst du heiraten, Biglund. Mit dem musst du ein Leben lang ohne Fernseher auskommen. Wir lieben uns. Da brauchen wir keinen Fernseher. Knut trinkt nicht so viel. Ja, ja. Er schaut sich sicher auf dem Heimweg noch Fischgeschäfte an. Na und? Er liebt nun mal Heringe. Du bleibst ja auch vor jeder Konditorei stehen. Aber ich rieche deswegen nicht nach Kuchen, ey, aber stinkt dauernd nach Fisch. Ja, ja. Trink nicht so viel, Knut. Was soll ich machen? Auf Wummi warten? Wummi, wenn ich das schon höre. Das ist doch kein Name für einen richtigen Mann. Doch, Wummi passt gut zu ihm. Wummi ist sehr zärtlich. Wummi ist eine Schande für die Familie. Ja, ja. Knut trinkt nicht so viel. Ärgere dich lieber über deinen künftigen Schwiegersohn. Das ist Wummi. Es wird aber auch höchste Zeit. Hallo, Wummi, Liebling. Guten Abend, Wummi, du kommst reichlich spät. Du stinkst wieder nach Fisch. Sicher hast du wieder Hering gegessen, statt dir die Tagesschau anzusehen. Hallo, Wummi, wie geht's dir, alter Specht? Na, das wird ja fein morgen Abend bei den Strindbergs. Was soll da schon sein? Wir sind zum Cocktail eingeladen. Sie wollen Wummi kennen. Skål, Wummi! Was ist, Biglund? Wollen wir nicht essen, bevor deine Spaghetti völlig verkochen? Ja, ja, ist schon gut. Komm, Wummilein, Liebling, du kannst mir helfen. Trag den Salat rein. Er stinkt zwar und kommt nicht aus besonders gutem Hause, aber er ist ein netter Kerl. Skål! Ich hab ja auch gar nichts dagegen, dass Biglund ein Techtelmechtel mit ihm hat. Aber heiraten, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir den Salat. Ich kann darüber gar nicht lachen. Nun schimpft nicht mit ihm. Er hat es ja nur gut gemeint. Er wollte euch nur seine neue Nummer zeigen. Arbeitet Wummi jetzt beim Zirkus? Ja, er hat eine tragende Rolle bekommen. Stars der Manege heißt das Programm. Und was ist mit seinem Job beim Zoo? Da wird er wohl kündigen. Ja, um Gottes Willen, dann verliert er ja seine Pensionsberechtigung. Das weiß Wummi auch. Aber es gefällt ihm sowieso nicht mehr beim Zoo. Seit er Reklame für Staubsauger gemacht hat, schauen ihn die Leute so komisch an. Vor allem Sonntag. War ja auch eine blöde Reklame. Auch Wummi legt Wert auf eine staubfreie Bude. Was soll er machen? Er muss schließlich Geld verdienen. Eigentlich wollte er Politiker werden. Aber ihr kennt ja die Vorurteile der Leute. Du musst ja auch nicht gleich übertreiben. Vor ein paar Jahren ist er noch auf einer Eisscholle dahergeschwommen. Und jetzt willst du schon, dass er Bundeskanzler wird. Nimm es ihr nicht übel. Sie ist eben keine progressive Type. Cool, Wummi. Recht, du bist reaktionär. Genauso wie sie früher gegen Neger und Indianer waren, so bist du heute gegen Eisbären. Aber die Zeiten haben sich geändert. Du bist rückständig, Mama. Mir wäre es jedenfalls lieber, du würdest morgen auf dem Ball mit einem Indianer tanzen, anstatt mit einem Bären. Wummi tanzt sehr gut. Alle Frauen werden mich beneiden. Und ich werde es nicht überleben. Darauf trinken wir eins, cool. Wummi und ich haben euch heute hergebeten, um euch mitzuteilen, dass wir Weihnachten heiraten werden. Nicht wahr, Schnucki-Fuzzi? Warum an einem so sensiblen Tag?
Weihnachten ist es kalt, da schwitzt Wummi nicht so in seinem Frack. Ob Weihnachten oder Ostern, dein Vater und ich sind dagegen. Wenn du diesen Eisschrank heiratest, werden wir dich enterben. Aber warum denn? Wummi ist nicht gesellschaftsfähig, Wummi ist primitiv, Wummi hat keine Klasse. Wummi ist nicht primitiv. Wummi liest Kafka. Ich glaube dir, dass er Kafka liest. Ich glaube dir aber nicht, dass er Kafka versteht. Du bist nur neidisch, weil du einen Säufer zum Mann hast. Wummi ist ein Intellektueller. Dass ich nicht lache, Wummi ist nichts weiter als ein Bettvorleger, auf dem man nackte Kinder fotografiert. Hör auf, Wummi zu beleidigen. Er ist sehr sensibel. Du weißt doch nicht einmal, ob er überhaupt versteht, was wir sagen. Er versteht wohl. Und dass er dich jetzt nicht zerfetzt, spricht für seine geistige Überlegenheit. Jetzt weiß ich auch, wo das Wort Intelligenzbestie herkommt. Die Betonung liegt auf Bestie. Skoll! Jawohl! Wummi ist eine Bestie und du sein Flittchen. Mach nur weiter so, damit Wummi sieht, was für eine böse Schwiegermutter er bekommt. Ich bin nicht böse und nicht Schwieger und schon gar nicht Mutter. Knut, komm, wir gehen. Wir haben ab heute keine Tochter mehr. Da bin ich aber froh. Morgen kommen nämlich Wummis Eltern aus Grönland und da hätte ich mich sowieso geschämt, euch vorzuzeigen. Wummis Eltern? Jawohl, und das sind sehr nette Menschen. So ein Quatsch. Mensch bleibt Mensch und Bär bleibt Bär. Das glaubst auch nur du. Wummi und ich haben bereits dafür gesorgt, dass sich die Welt in diesem Punkt verändert. Hallo, Oma. Oma? Wenn's ein Junge wird, könnt ihr ihn ja Teddy nennen. Und für ein Mädchen fände ich unter diesen Umständen Bärbel. Sehr passend. Gute Nacht. Es ist schon, wie du sagst. Dem Fortschritt der Menschheit steht einzig und allein der Mensch im Wege. Komm, Wummilein, es ist schon spät, wir müssen schlafen gehen. Du musst morgen früh wieder im Zoo sein. Schon, Sie haben es schon gehört, heute ist wieder ein ereignisreicher Tag. Die Klimbimba hat ihre Pforten geöffnet. Eine wunderbar, eine sonderbar, vor allem aber eine unberechenbar. Darf ich Ihnen jetzt unsere Belegschaft vorstellen? Es animiert sie wieder Elisabeth Volkmann. Elisabeth, was trinkst du heute? Nichts. Bedient werden Sie von Ingrid Steger. Ingrid, was trinkst du in dieser Sendung? Nichts. Rausgeschmissen werden Sie von unserem Mann an der Tür, Wichard von Roel. Wichard, womit stärkst du dich in dieser Sendung? Mit nichts. Unser bester Kunde ist unser Muxer, Franz Mixeneder. Muxi, womit stärkst du dich in dieser Sendung? Ich trinke heute nichts. Der ewig stumme Gast in unserer Bar, Helmut Holger. Und wie immer spricht er nichts. Und wie immer trinkt er nichts. Und warum fällt er heute nicht vom Stuhl? Also wenn auch heute in diesem Laden keiner etwas trinkt, so möchte ich deswegen doch nicht unhöflich sein und möchte Ihnen, meine Damen und Herren, einen besonders guten Tropfen anbieten. Hier haben wir einen besonders guten Jahrgang. Erdig, blumig, würzig, lieblich, ein bisschen sauer, doppelt gebrannt, Horst Jansson. Prost, Horst. Prost. Also mit dem Horst kannst du es ja machen, der ist zum ersten Mal in Klimbim. Aber bevor du jetzt die Bella in so eine Flasche sperrst, muss ich dir leider sagen, es lohnt sich nicht. Sie trinkt nämlich heute auch nichts. Wer ist Bella? Meine fürchterliche Schwester. Seit wann ist sie so fürchterlich? Sie ist es nicht, sie spielt es nur. Mit mir in dem Sketch die Geschwister fürchterlich. Ach, Christine Schubert, aber die ist doch ständig. Ich meine, die hebt ganz gerne mal einen kleinen. Und du bist der Horst Jüssen und hebst auch gerne mal eine kleine. Aber das geht eben heute nicht. Verdammt nochmal, wir machen jetzt die 10. Sendung. Jedes Mal hängen wir hier in der Bar rum. Jedes Mal kloppen wir unsere dämlichen Sprüche. Und jedes Mal kippen wir diese Cocktails in uns hinein. Warum heute nicht? Weil die Sauferei mal aufhören muss. Thank you.
verdammt nochmal, hier sind die Eier noch härter als zu Hause. Kein Wunder, das sind ja auch Kalkeier. Gib doch keinen Unsinn, Josef. Doch, Jolante, wir sind hier im Kalkgebirge, also gibt es hier auch nur Kalkeier. Also so ein blödes Geschwätz habe ich in drei Weltkriegen noch nicht gehört. Es gibt ja bloß zwei Weltkriege. Mein Leben mit euch ist der dritte. Jetzt beeilt euch, Kinder, gleich wird der Skilehrer da sein. Das ist auch so eine Marotte von euch. Ich habe zwei Winter lang in den Dolomiten gelegen und habe den Italienern Beine gemacht. Ich bin, weiß Gott, erfahren genug, dem Kind das Skilaufen beizubringen. Aber ihr Großkotzer müsst natürlich extra noch einen Skilehrer haben. Und ich will gar nicht Skifahren lernen. Ich will keine Weltklasse-Läuferin werden. Bringt mir lieber das Pokal bei. Du hältst die Klappe. 1976 sind Olympische Winterspiele und bis dahin bist du reif. Basta! Eben. Wir haben schon jede freie Werbefläche an dir vermietet. Jawohl. Auch schon die Flächen, die du noch gar nicht hast. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht! Aber Kind, irgendwas musst du doch lernen. Eine normale Schule nimmt dich doch gar nicht mehr auf. Da hängt doch überall schon dein Steckbrief. So, mein Kind, jetzt fragt dich der Opa ein bisschen ab. Wie geht die Schleudertechnik? Na, du! Richtig! Die lernen schon noch! Und was ist der Unterschied zwischen dem Kompressionsschwung und dem Klammerschwung? Ja. Der eine geht. Und jetzt bringe ich euch das Wedeln bei. Zack, zack, alles auf die Piste. Ich will aber nicht, ich will nicht. Wollen, wollen, was heißt denn hier wollen? Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Schau, mein Kind, wir wollen doch nur dein Bestes. Ich kann diese Skier nicht mehr sehen. Ruhe, alle großen Läuferinnen sind auf ihren Skiern groß geworden. Du musst mit ihnen richtig verwachsen, verstehst du? Ein Stück von dir müssen sie sein, sonst wirst du nie eine Goldmedaille gewinnen. Schaut mal. In 14 Tagen kann Gabi das auch. Nicht wahr, mein Kind? Rosi Mittermeier hat auch mal so angefangen. So, und jetzt machen wir aus unserem Kind so einen richtigen Gebirgsjäger. Und ab! Ja. Und jetzt Punkteinleitung mit Antizipation. Ja, und dann wechseln von der Talstämme auf den Außenflug. Jolante, du kannst doch gar nicht fahren! Jolante! Wo bist du denn hin? Los, steig auf, alte Memme, ich bring dich runter, sonst brichst du dir noch deine faulen Knochen. Aber Opa, sei vorsichtig, Opa! Nicht vorsichtig! Vorsichtig! Jetzt wird gestoppt! Ja, Junior. Opa! Diesmal fahren wir einzeln und hintereinander weg, damit das Kind auch sieht, wie es geht. Ja. Jawohl. So, Opa. Ja. Oh. Alter. Und jetzt kommt die große Abfahrt hier. Jawohl. Nehmen wir von den Skiern. Ja. So, jetzt. Ja. Und brich dir dein Kreuz! Jetzt pass gut auf, damit du etwas lernst! Ja, Papi, ja! Ha ha ha!
Weißt du, wer gestorben ist, Ulrike? Die Elfi Siebert. Hier steht, sie war erst 52. Aber das ist doch lächerlich. 52? Die war nicht einen Tag weniger als 62. Die Arme, die wurde bestimmt auch von ihrem Mann zu Tode geärgert. Warum sitzt du denn da, als ob du heute nichts mehr vorhättest? Die Oper fängt doch schon um 8:30 an und du bist noch nicht mal angezogen. Ja, deine verdammte Oper. Ich wollte heute Abend kegeln. Warum gönnst du mir nicht dieses kleine Vergnügen? Du weißt doch, wie sehr ich die Oper liebe. Also, ich habe nie begriffen, wieso. Die singen sich stundenlang Sachen an den Kopf, die sie viel schneller sagen könnten. Und bis die dann endlich tot sind. Du hast kein Gefühl, Klaus. Überhaupt kein Gefühl. Und darum schläfst du auch jedes Mal bei der Oper ein. Das ist ja gar nicht wahr. Ich habe sogar selber mal mitgespielt bei Lohengrin. Habe ich dir nur nie erzählt. Du warst bei der Oper? Ja. Was für eine Rolle hast du denn gesungen? Ich habe nicht gesagt, dass ich gesungen hätte. Ich trug eine Lanze. Und wie bist du wach geblieben? Der Mann hinter mir trug auch eine Lanze. Ich habe wenigstens bei der Oper gesungen. Habe ich dir das mal erzählt? Seit gestern nicht mehr. Ach, die Kritiken waren fantastisch. Sie schrieben alle, dass ich eine herrliche Stimme hätte. Nicht ganz so, Liebling. Sie haben geschrieben, du hättest niemals besser gesungen. Das ist ein kleiner Unterschied. Ach, du bist ja nur neidisch. Du hättest mich mal in Figaros Hochzeit sehen sollen. Spitze! Sag mir, ihr Frauen! Nein! Klaus, jetzt werde ich aber wirklich sauer. Zieh dich doch endlich an. Wie spät ist es? Der große Zeiger zeigt auf 3, der kleine Zeiger zeigt auf 8. Um Gottes Willen, 7:45. Bitte, Klaus, beeil dich doch. Was für einen Ring soll ich denn heute Abend tragen? Beim Giovanni habe ich, glaube ich, das letzte Mal den schönen Smaragd aus Frankreich gewählt. Heute ist wieder Mozart. Dann nehme ich vielleicht den blauen, den du mir zum Geburtstag geschenkt hast, ne? Oh, ein, zwei. Ja. Ja. Welchen meinst du? Den da. Nee, der passt doch mehr zu Wagner. Zu Wagner passt jeder Ring. Nimm doch den. Aber das ist doch ein ausgesprochener Verdi-Ring. Für Mozart muss er lieblicher sein. Verdi? Ich nehm den. Der passt ja gar nicht zu dem Kleid. Dann werde ich doch den Rubin nehmen. Ja, den nehme ich. Schön, ne? Selbst. Klaus, bist du schon fertig? Ja, nun reg dich nicht auf, mein Manschettenknopf ist runtergefallen. Gott sei Dank. Na gut, dann können wir ja gehen. Ja, wenn du mich so mitnimmst. Ach, Klaus, lass doch deine albernen Witze. Wenn du in 5 Minuten nicht fertig bist, verpassen wir noch Figaros Hochzeit. Manchmal wünsche ich, ich hätte meine eigene verpasst. Ich brauche einen Drink. Auch das noch. Bei Tannhäuser hast du das letzte Mal auch gesoffen. Gesoffen? Habe ich Champagner getrunken, falls du dich erinnerst. Wenn ich mich erinnere, du hast mitten in der Oper die Flasche mit den Zähnen geöffnet. Und in der Pause musst du dann versuchen, deine Zähne aus dem Korken zu ziehen. Zähne zu ziehen, dass ich nicht lache. Genau. So. Na, und ich? Ey. Jetzt bin ich zu allen Schandtaten bereit. Na, endlich. Los, jetzt beeil dich, aber das ist schon spät. Na, mach schon, es fängt doch gleich an. Ich kann es kaum erwarten. Das Licht, mach das Licht noch immer aus. Immer ich? Ja, ich mach ja schon. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vom Westdeutschen Rundfunk sehen Sie jetzt in einer Originalübertragung von den Salzburger Festspielen die Oper Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Psst, Ruhe! Das wäre nun der letzte, den ich Ihnen zeigen könnte. Die anderen haben Sie alle bereits probiert. Nein, der gefällt mir gar nicht. Können Sie mir vielleicht sagen, womit Sie diesen Schuh tragen wollen? Das geht Sie eigentlich einen Dreck an, aber ich werde es Ihnen trotzdem sagen. Also womit? Mit einem kleinen, dicken Geschäftsmann aus Kaiserslautern. Was machst du?
machst du denn da? Ich jongliere. Das sehe ich. Na, siehst du. Ich sehe aber nichts. Gerade hast du doch gesagt, du siehst es. Ja, ich sehe, dass du jonglierst, ich sehe aber nicht, was du jonglierst. Unsichtbare Bälle, das siehst du doch, Blödkopf. Und warum machst du das? Ich übe. Wofür? Für meinen Auftritt. Im Varieté? Zirkus? Sag bloß fürs Fernsehen. Rundfunk. Du spinnst ja so. Beim Rundfunk sieht man doch nichts. Warum jongliere ich auch unsichtbare Bälle? Sag mal, und wie viele Bälle hast du? Drei, das siehst du doch. Zwei kleine und der große. John. Das ist besonders schwer. Quatsch, das kann doch jeder. Nein, sichtbare Bälle, das kann jeder. Die sieht er ja, aber unsichtbare, das kann keiner außer mir. Die sieht er nämlich nicht. Also gut, ich werde dir beweisen, dass ich das auch kann, Mann. Du bist witzig, du hast ja gar keine Bälle. Du ja auch nicht. Doch, aber meine sind unsichtbar. So, jetzt reicht's mir. Aber Mann, das kannst du nicht machen. Gib sofort meine Bälle zurück. Ich denke gar nicht daran. Das war der Große. Warum tut er so weh? Er ist aus Blei. 274, 275, 276, 277, 278. Mit dem Kopf durch die Wand, das kann jeder. Aber mit dem Hirnknochen eine Eiche umlegen, das können nur vier Grenadiere aus dem 70er-Krieg. Damals haben wir schon bei Waterloo die Türken unter die Schneedecke gesoffen. Ja, Quebec, Lima Lima. Hallo Opa, das Kind ist gestartet. 15.08 und 7 Zehntel, Roger. Mal sehen, ob das störrische Kind diesmal den Europarekord bricht. Over. Du hast jetzt recht, mein Kind. Halt die Nase schön hoch, dann kriegst du mehr Luft. Jetzt hau den Stimmbogen rein, schneller! Jetzt musst du schräg umsteigen und dann lass dich in den Rotationsschwung fallen. Nicht spielen, das ist altmodisch! Scheiße! Gib Gas, Memme! Geben Sie sich keine Mühe. In Kleidern kriegt sie nie das richtige Renntempo. Da greift zu viel Wind rein. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Windhunde, die in Sie reingreifen, die beißen mein Enkelkind noch lange nicht. Plastikhosen sind ja dieses Jahr verboten worden. Jetzt fahre ich nackt. Das schafft 600 bis 700 Sekunden. Was Sie nicht sagen. Ja, gestern beim Hahnkammrennen war ich sogar Zweite. Und mein Trainer meint, ich hätte eine windschlüpfrige Karosserie. Recht hat er, der Lustmolch. Ja, er sagt, mit etwas weniger Busen würde ich nächstes Jahr den Weltcup gewinnen. Den Weltcup gewinnen und viele Freunde verlieren, du Schneeflöckchen. Jetzt mache ich noch einen tollen Schuss ins Tal. Skiheil. Na dann schieß mal schön, du fröhliche Bergziege. Und pass auf, dass du dir deine Karosse nicht verschrammst! Hilfe! Opa, Hilfe! Keine Angst, mein Kind, du schaffst es schon raus, dir die Kleider vom Leib. Du gewinnst Sekunden, du gewinnst den Weltcup! Schneller, schneller! Hilfe! Ich kann nicht bremsen! Ich bin auf dem Weg! Ah! Scheiße! Ja, Scheiße! Wieso hast du denn einen Turban auf? Ich wollte mal sehen, wie Slalom geht. Na und, weißt du es jetzt? Ja, mit Gewalt geht's nicht. Schau mal, Opa, da kommt Mami mit ihrem Skilehrer. Was machen Sie denn mit meiner Schwiegertochter, die Skilacke? Aber Opa, er hat mir doch nur erste Hilfe geleistet. Sie sollen ihr das Skilaufen beibringen. Rumhuren kann sie schon lange. Abtreten. Kaum ist mal ein Deppen los, kommt schon ein anderer. Aber Josef, wo warst du denn die letzten 5 Tage? Ich habe die Mont Blanc-Abfahrt gemacht. Richtig, mein Junge. Schließlich ist sie im Pensionspreis mit inbegriffen. Ja, und warum bist du jetzt so eingewickelt? Ist dir kalt? Nein, aber du hast mir nicht gesagt, dass die Skier deines geschiedenen Mannes nur bis 120 Stundenkilometer zugelassen sind. Und so bin ich bei 180 auf einer Tanne gelandet und habe so lange oben gelacht, bis mich die weißen Mäuse runtergeholt haben. Also hat's wieder nicht geklappt. Dann muss ich's nächste Mal doch mit Gift versuchen. Auf Riemer, dann lacht er sich tot. Ah!
Darf ich Ihre Tochter zum nächsten Slalom bitten? Nur zu, junger Mann, nur zu. Ich hoffe, Sie sind gut versichert. Herr Donnerwetter, das Kind kann ja fahren. Das Kind hat eben mein Blut in den Adern. Wenn ein richtiger Mann kommt, dann klappt's. So ist es. Drum hat die liebe Jolante auch mich geheiratet. Nicht wahr, mein Schatz? Ja, in einem Anfall von geistiger Umnachtung. Komm, mein schwarzer Blitz, wir machen noch einen Schuss ins Tal. Jolante! Jolante! Oh, tschüss, Jolke! Nimm's nicht so tragisch, uns Männern bleibt immer noch der Suff und auf den ist Verlass. Lass dich volllaufen, mein Sohn. Prost! Prost! Auf die Frauen und auf, dass wir sie so schnell wie möglich vergessen. Prost! Prost, Freunde! Schieh ein! Schieh ein! Eine neue Folge unserer Familienserie, die glücklichen Klimbims, sehen Sie in 4 Wochen auf dem Klimbim-Kanal des Deutschen Fernsehens. Der Schneemann macht mir heiß, wie gut, dass niemand weiß, was zwischen ihm und mir so alles passiert. Ich wünsch mir von ihm ein Kind, leg ich gleich auf Eis. Er schwitzt leicht, das hab ich schon kapiert. Am Morgen, wenn ich gerade bade, steht er schon vor meiner Tür und lacht. Mit dem Piepen. Piepen? Was denn für Piepen? Sie werden doch Geld bei sich haben, Mann. Geld? Sehe ich aus, als ob ich von der Bank käme. Ich komme von der Arbeit. Sie haben doch trotzdem Geld bei sich. Ich? Wissen Sie, was ich habe? Ich habe eine Frau und 5 Kinder zu ernähren. Und eine alte Mutter. Haben Sie keine alte Mutter? Doch. Auch Kinder? 4 Stück. Oh je, fast so viel wie ich. Ich habe 3 Mädchen und 2 Jungs. Ich habe 2 von jeder Sorte. Haben Sie ein Bild da? Werden Sie nicht sentimental. Ihr Geld will ich. Ich habe Ihnen noch gesagt, ich habe keins. Aber ich helfe Ihnen gerne suchen. Wenn wir was finden, machen wir halbe-halbe, okay? Nutzen. Nur ein Vorschlag. Nein, lieber nicht. Meine
fünfohrigen Mäuler wollen ja auch gestopft sein. Wem sagen Sie das? Wie machen Sie das eigentlich? Sehen Sie ja. Au, und die Klamotten, was alleine die Klamotten kosten. Diese Textilfritzen nehmen einen ja aus wie Straßenräuber. Wie bitte? Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Früher konnten wenigstens die Kleinen noch die Sachen von den Großen auftragen, aber heute hält das Zeug ja nicht mal mehr. Das kommt nach einem Jahr aus der Mode. Genau. Aber am schlimmsten ist es ja mit dem Essen. Wenn ich an die Lebensmittelpreise denke, was heute ein Kilo Rindfleisch kostet. 16 Mark. 16 Mark? Das ist aber Filet. Nein, Schulter zum Kochen. 16 Mark. Wieso, was zahlen Sie denn? Mein Lieber, wir können uns gar kein Rindfleisch leisten. Wir auch nur an Feiertagen. Es wird sowieso alles teurer. Ja, laufend. Hm. Sagen Sie, was zahlen Sie eigentlich für Heizöl? 28,5. 28,5? Ja. Wahnsinn. Wieso, was zahlen Sie denn? 26,75. Mit Beziehung. Klar. Wollen Sie die Adresse? Mann, da wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Hey. Haben Sie was zu schreiben? Linke Brusttasche. Halten Sie doch mal. Gerne. So, das wär's. Danke. Sie können die Hände jetzt wieder runternehmen. Danke. Also, es hat mich wirklich sehr gefreut. Nicht weniger. Es war ja wohl nichts. Na, machen Sie sich nicht draus, Mann. Vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Geld dabei. So im ersten rum, ne? Wenn Sie mich da mal wieder überfallen wollen. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Tschüss. Wiedersehen. Also der neue Film im Kino nebenan ist die reine Pornografie. Ich bin ehrlich schockiert, obwohl ich ihn erst dreimal gesehen habe. Schon dreimal gesehen habe. Guten Abend. Erinnern Sie sich noch an uns? Sie sind die Geschwister fürchterlich. Man nennt mich Bella, das ist italienisch und heißt die Schöne. Schön ist Bella natürlich nicht. Dafür ist Blondie auch nicht blond. Und Blondie, das bin ich. Aber das wissen Sie ja alle schon. Wenn Sie sich die Klimbim-Sendung regelmäßig ansehen, dann wissen Sie natürlich auch, dass wir in beruflicher Hinsicht gewisse Probleme hatten. Als Friseusinnen wollte es damals nicht so richtig klappen. Und als Sekretärinnen waren wir auch ziemlich deplatziert. Und so haben wir uns heute entschlossen, ganz einfach jeden Beruf aufzugeben. Und stattdessen zu heiraten, dann sind wir fein raus. Verliebt sind wir bis über beide Ohren. Und zwar in zwei schicke Ärzte. Aber die Süßen wissen noch nichts davon. Und damit sie es endlich erfahren, haben wir uns beworben. In dem Krankenhaus als Schwestern. Für den Beruf der Krankenschwester fehlt uns natürlich jede Grundlage. Dafür bringen wir für den Hafen der Ehe alles mit. Außer den entsprechenden Ehemännern. Und die gehen wir uns jetzt holen. Also gehen wir. Ja. Jetzt habe ich Ihnen alles Wichtige gesagt. Ich hole jetzt den Chefarzt. Hast du dir was merken können? Keine Spur. Aber das macht nichts. Wenn es kritisch wird, dann kratzen wir ganz einfach die Kurve. Aber aufregend finde ich das schon. Unsere erste Operation. Hoffentlich wird uns nicht schlecht. Ach, keine Angst, wenn nur den anderen nicht schlecht wird. Schau. Das sind die beiden. Sind sie nicht toll? Der rechte ist meiner. Was ist denn dran? Ein Blinddarm. Meinen Sie, ob uns der Alte heute mal ranlässt? Bestimmt nicht. Der Patient ist ein Freund von ihm. Die spielen zusammen Schach. Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt bin ich schon 3 Jahre Oberarzt und durfte noch nicht einmal operieren. Hier ist er. Was soll denn das? Der Zwirn. Die Oberschwester hat gesagt, wenn Sie was sagen, sollen wir Ihnen das sofort reichen. Da wäre nun der Zwirn. Das heißt nicht Zwirn, sondern Kett. Da müssen Sie das auch sagen. Sie haben selbst Zwirn gesagt. Hi-a-Zwirn. Und Himmel haben wir keinen da. Und Arsch wird erst um 11 operiert. Dann nehmen Sie doch wenigstens den Zwirn. Himmel, Arsch und Kett. Da bleibt denn nur der Chefarzt. Ach, wenn das Arsch doch wenigstens einmal verschlafen würde. Das wäre was. Dann könnten wir endlich mal selbst operieren. Bevor wir nicht eine richtige Operation gemacht haben, kommen wir in diesem Hause bestimmt nicht weiter. Verständigen Sie jetzt den Chefarzt. Sagen Sie, wir warten, es könnte losgehen. Eine Narkose. Warum? Willst du einen Arzt zum Mann, der noch nie operiert hat? Die Jungs brauchen Erfahrung. Da hast du recht. Also der Chef pennt jetzt. Was nun? Jetzt brauchen wir nur noch einen Patienten. Dann nehmen wir doch ihn. Der ist Arzt und kann was aushalten. Ja. Mein
Und wo ist der Chefarzt? Der Herr Chefarzt hat gesagt, Sie sollen schon mal anfangen. Er kommt erst später zu sich. Ich meine dazu, zur Operation. Und Sie sollen sich beeilen. Er muss heute Abend noch auf einem Filmball. Herr Kollege, die neuen Schwestern bringen uns Glück. Fantastisch. Unsere erste Operation. Ein Glückstag. Fangen wir gleich an, bevor sich der Alte anders überlegt. Alles Gute, Herr Doktor. Viel Glück, Herr Doktor. Sie werden schon schaffen, Herr Doktor. Toi, 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 Herr Doktor. Die Handschuhe! Sie wecken ja noch den Chef. Chef auf! Machen Sie die Operationsstelle frei. Wo ist denn der Blinde? Und hier aus gesehen, links oberhalb. Ach du! Zwei. Vier. Das Tuch! Alkohol. Zum Wohl, Herr Doktor. Aber wenn Sie gestatten, nehmen wir vorher auch einen Schluck. Was, Bella? Ja. Oh, Donnerwetter. Wer hat's in sich? Skalpell. Wollen Sie den Patienten skalpieren oder ihm den Blinddarm rausnehmen? Schwester, das Messer. Na schön, auf Ihre Verantwortung. Ui, das flutscht. Wie bei einem zarten Steak. Ruhe! Was macht denn hier den meisten Krach? Sieh doch! Haken! Haken? Hat er welche verschluckt? Haken schnell! So schön drum bitten. Was soll denn der Quatsch? Da sagen Sie doch gleich, dass Sie den da wollen. Der Blinddarm des Patienten ist völlig in Ordnung. Das ist eine Katastrophe. Verflucht doch mal, was machen wir jetzt? Schauen Sie doch mal um die Ecke, ob was an der Leber ist, wenn der Bauch schon mal offen ist. Dazu brauchen wir den Chef. Das können wir nicht verantworten. Holen Sie sofort den Chefarzt. Den Chefarzt? Der liegt doch... Ich meine, wir wissen weder, wie er heißt, noch wie er aussieht. Blöde Ziegen. Los, schnell, wir suchen ihn. Es geht um Minuten. Und diese uncharmanten Knöpfe wollen wir heiraten? Ich verstehe die Jungs. Beim ersten Mal ist jeder nervös. Wann komme ich endlich dran? Ich habe seit gestern Abend nichts mehr gegessen. Der Blinddarm muss raus. Dann legen Sie sich mal schnell dahin. Auf Ihren miesen Blinddarm warten wir schon lange. Oh. Wo ist der Herr Chefarzt? Jetzt reicht's. Sie sind der Dritte, der uns dann erfahrt. Komm, Blondie, blas ihm das Licht aus. Äthermaske, K.O. Du willst doch nicht? Natürlich will ich nicht, aber wir müssen, sonst kommen unsere Männer ins Gefängnis. Ist der auch zu blöd, dass der Chefarzt nichts am Blinddarm hat? Eben. Drum kriegt er den und der kriegt den von ihm. Komm, hol seinen raus. Gute Idee. Damit transportieren wir gesellschaftspolitisch gesehen eine Information vom Gescheiten zum Dummen, der dadurch gescheit wird, ohne dass der andere dümmer wird. Hast du Ohrensausen? Nein, aber indem wir den Patienten gesund machen, machen wir den Arzt krank. Und der erfährt endlich mal, wie sich so ein armer Patient fühlt. Das heißt, wir informieren ihn. Na, da wird es sich aber freuen. So, ich hab ihn. Der wappelt ganz schön. Wenn es wappelt, das ist das Herz, das was drin. Der Blinddarm liegt tiefer. Ach ja, der Kleine, da ist es. Aber da fehlt schon ein Stück. Da haben die Jungs ganz schön Mist gebaut. Wo schneidest du ab, damit es aneinander passt? Gleich hinter der Niere. Schneide vor der Niere, die bei meinem ist schon ganz grün, die muss auch raus. So, da, mach schnell, der Chefarzt wimmert schon. Oh. Also, ich finde es hochinteressant, wenn man mal einen Menschen so von innen sieht. Also, ich hätte schwören können, dass mir dabei schlecht wird. Aber im Grunde sieht es ja auch nicht anders aus als in einer gut geführten Metzgerei. Fertig. Geschafft. Und was machen wir mit den Teilen, die wir noch übrig haben? Auf gar keinen Fall wegwerfen. Wir haben hier im Haus bestimmt noch Verwendung dafür. Gut. So, aufstehen, aufwachen, ja. Gott sei Dank, Chef, da sind Sie. Wir haben Sie überall gesucht. Um Himmels Willen, Chef, was haben Sie denn? Sieht so nach Blinddarm aus. Klarer Fall. Was glauben Sie, Chef? Haben die Schwestern recht? Sollen wir operieren? Was machen wir mit dem gesunden Blinddarm? Das gibt einen Skandal, wenn der Chef erfährt, dass wir ohne Grund operiert haben. Deus ex machina, wie die Italiener sagen. Und was heißt das auf Deutsch? Sie setzen ihm den kranken Blinddarm vom Chef ein und dem Chef den gesunden vom Patienten. Und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Der Arzt ist gesund und der Patient krank. Scheiße, Schwester, Herr Kollege. Fabelhaft. Solche Mädchen brauchen wir im Jahr der Frau. Schade, dass man solche Frauen nicht heiraten kann. Aber wieso denn nicht? Da hat er recht. So tüchtige Frauen wie Sie müssen im Leben ihrem Mann stehen, anstatt dem Manne zu unterliegen. Sie beide sind für die Karriere bestimmt und nicht fürs Ehebett. Himmel, Arsch und Kett! Das heißt Zwirn und nicht Kett. Haben Sie heute Abend schon was vor? Nein. Dann kommen Sie doch zu uns. Ja!
Seine Frau hat Geburtstag und da hat meine Frau für seine Frau ein Geburtstagsessen gekocht, obgleich meine Frau nicht so gut kocht wie seine. Ich glaub, mir wird jetzt schlecht. Mir auch. Völlig normal. Immerhin ist es Ihre erste schwierige Operation. Schauen Sie mal, wie süß. Wenn Sie so ohnmächtig daliegen, dann kann man kaum glauben, dass Sie nur Ihren Beruf im Kopf haben. Und sonst gar nichts. Für wen hat Montags zu? Für wen schmeckt nach Vanille? Und spielt gern blinde Kuh? Für wen ist unser Leben? Und ist es mal? Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Das war's mal wieder für heute. Leider. Aber in 3 Wochen, am 13. Mai, machen wir wieder Klimbim und laden Sie herzlich dazu ein. Bis dann. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich zähle die Münzen von meinem Sparschweinchen. 1.700 und 51. Ja, schon über 3 Jahre. Und jetzt habe ich schon über 1.700 und... 1.700 und... Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Je später der Abend, desto voller die Gäste.